Dann liebe Studierende, lieber Kollegen, lieber Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer zweiten Sitzung mit Juliana Kaminskaya. Und letztes Mal haben wir den Roman von Slabowski, das Formular, besprochen. Und dieses Mal geht es um Pavel Sanaev, Begrab mich hinter der Fußleiste, 2007, Übersetzung, und 96 dann auf Russisch, Похороните меня за плинтусом. Wir sind sehr gespannt und geben das Wort zu Juliana, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin glücklich, euch wiederzusehen oder neu zu sehen. Das ist sehr schön und ein schönes Gefühl. Ich hoffe, wir verbringen diese Zeit sinnvoll. Ich habe gedacht, wir besprechen einen Roman, der auf mich einen großen Eindruck auch gemacht hat. Und ich wollte das auch teilen, meine Eindrücke. Und wollte auch ein bisschen Werbung machen für diesen Roman, für diejenigen, die ihn noch nicht gelesen haben. Ich habe eine Präsentation vorbereitet und da kann ich Sie dann auch gleich vorführen. Ja, ich glaube, das ist jetzt so. Ja, gut. Kann man Sie sehen, die Präsentation? Ja, dann ist alles gut. Ja. Ja, und über die Tendenzen in der russischen Literatur haben wir voriges Mal gesprochen. Da habe ich eine Rede darüber gehalten. Deswegen werde ich das jetzt nicht wiederholen und hoffe, dass man das, was wir jetzt uns anschauen, irgendwie in diese Tendenzen auch einbauen kann. Und beginnen wollte ich mit Überlegungen, zu denen ich Sie auch gerne einlade. Ehrlich gesagt, ich habe früher mir darüber keine Gedanken gemacht oder nicht genügend. Und jetzt habe ich gedacht, ich habe schon einiges Material gesammelt in meinem Kopf in den vergangenen Jahren und kann schon wirklich vielleicht etwas auch in dieser Geschichte verstehen. Ich konnte mich erinnern in den 90er Jahren, dass ich in der Bibliothek wühlte auf der Suche nach Übersetzungen von Werken von Marina Paleis. Das war eine, und das ist auch eine sehr renommierte und interessante Autorin, finde ich. Und ertappte mich bei dem Gedanken damals, ach, warum sind alle möglichen anderen Leute übersetzt und sie gerade viel zu wenig und sie gerade nicht? Das kann doch nicht sein, dass es mit Qualität der Werke zu tun hat. Und dann fragt man, diese Frage stellt man sich, warum gerade dieser Autor wird übersetzt und der andere Autor wird nicht übersetzt oder viel zu wenig übersetzt. Und wir als Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler schauen natürlich uns diese Landschaft der Übersetzungen an. Jetzt war ich auch darauf angewiesen, weil ich wollte unbedingt, dass auch Leute teilnehmen können, die kein Russisch können, dass alle sich einen Text anschauen können. Und da war ich auch darauf angewiesen, zu überprüfen, wie die übersetzerische Landschaft aussieht und wovon das auch abhängt und wie ist das mit den Texten verbunden. Das ist eine Frage, die so, ich würde sie gerne in der Luft hängen lassen, dass wir vielleicht in der Diskussion noch dazu uns äußern. Weil ich fand, das ist ein interessantes Thema für einen Austausch, weil man sieht das sicher unterschiedlich, je nach Blickwinkel. Und warum wir heute einen guten Anlass dafür haben? Weil wir über Sanaev sprechen. Und Sanaev ist ja, wenn man schaut, welche Projekte es gibt, Übersetzungsprojekte, dann findet man kleinere Liebhaberprojekte, zum Beispiel so ein Sammelband wie Bist du echt ein Russe? Das habe ich voriges Mal gezeigt. Einzelne Erzählungen von verschiedenen Autoren, die diesen Sammelband machte. Christine Engel, ich wurde voriges Mal gefragt. Das Buch sieht so aus. Bist du echt ein Russe? Habe ich voriges Mal Werbung gemacht dafür. Und da sind allerlei Autoren, jeder mit einer Geschichte, darunter auch Alexei Slabowski, über den wir voriges Mal gesprochen haben. Also das sind diese kleinen Liebhaberprojekte. Und es gibt natürlich auch große Projekte, Übersetzungen, die in großen Auflagen erscheinen. Und gerade mit so einer
mit so einer Übersetzung, mit so einem Text haben wir zu tun. Denn Pavel Sanayev begrabt mich hinter der Fußleiste, erschien in der Übersetzung von Natascha Wodin in München in Wilhelm Heine Verlag in einer ziemlich großen Auflage, 2007 war das. Und offensichtlich verkaufte sich das Buch gut und offensichtlich hat der Verlag gedacht, dass es Erfolg haben wird, und ich hoffe, das hat auch einen gewissen Erfolg. Sanayev wird verkauft, sozusagen sein Werk wird verkauft in größerer Auflage mit Erklärungen, die vielleicht auch zu deuten sind. So habe ich gefunden, die Presse, die österreichische Zeitung, die Presse charakterisiert den Roman, über den wir heute sprechen, so. Selten wurde der Horror einer übertriebenen Fürsorge so lustig erzählt, wie von dem russischen Drehbuchautor Pavel Sanayev in seinem Romandebüt. Das ist eine Empfehlung sozusagen von der Zeitung, und die andere findet sich in Westfalenpost, also eine deutsche Zeitung, und da steht, wie sich Pavel Sanayev in die Gedanken des Kindes hineinschreibt, erinnert an Mark Twain und seinen Tom Sawyer. Die Hoffnungen, Sehnsüchte und kleinen Freuden, die Sascha erlebt, rühren beim Lesen zutiefst und sind zugleich sehr witzig geschrieben. Eine großartige Tragikomödie. Und so offensichtlich sagt das etwas von der Situation auf dem Buchmarkt, Büchermarkt, dass das gute Empfehlungen sein müssten. Auf jeden Fall das Tragikomische ist tatsächlich im Text drin, und das haben Sie, wie ich hoffe, auch gemerkt. Ich habe Kopien geschickt. Ich hoffe, Sie haben sie auch bekommen. Da sind einzelne Seiten aus diesen Texten. Kann das sein, dass es alle haben, oder kann ich vielleicht das irgendwie organisieren? Wie ist das jetzt? Geschickt, und sonst kann ich jetzt schnell im Chat die hängen, dann können Sie alle nochmal runterladen. Ja, vielleicht kann man das dann so machen. Genau. Wer weiß, vielleicht hat jemand etwas nicht bekommen. So, und in der Zeit sprechen wir schon weiter über diesen Roman. Ich muss gestehen, ich habe die Empfehlung für diese Lektüre damals von meinen Studierenden bekommen. Ich habe nicht selber den Roman gefunden, aber das war vor vielen Jahren, und das war eine große Nummer damals in den 90er Jahren. Und weil wir um diese Zeit voriges Mal schon gesprochen haben, habe ich gedacht, das passt gut. Der Roman ist 1996 publiziert, und zwar in einer dicken Literaturzeitschrift, und dann erst einige Jahre später, 2003, als Buch. Und der Autor Pavel Sanayev ist gerade mein Altersgenosse. Er ist 69 geboren und als Sohn einer bekannten Schauspielerin, Jelena Sanayeva. Wir können sie auch sehen, gerade in etwa in dem Alter ist hier Pavel Sanayev, wie es geschildert wird im Buch. Und sein Stiefvater war Roland Bykov. Roland Bykov ist, also Sanayeva ist eine berühmte Schauspielerin im sowjetischen Russland gewesen. Und Roland Bykov war noch bekannter, noch berühmter als sie. Er ist inzwischen schon gestorben. Er war Schauspieler und Regisseur, der sich so vor der Wende und nach der Wende mit großem Engagement für die Rechte der Kinder engagiert hat. Unter anderem auch für die Rechte der Kinder auf qualitativ gute Kunst. Und jetzt gibt es auch immer noch die Roland Bykov Stiftung, die diese Kunst unterstützt. Und der Großvater, Entschuldigung, das normalerweise begeistere ich mich für Biografien nicht, aber so eine Biografie und so eine Familie kann man einfach nicht ohne Erwähnung lassen. Abgesehen davon, dass gerade diese Personen im Roman vorkommen, sowohl die Mutter, natürlich in einer verzerrten Gestalt, aber immerhin. Und der Stiefvater Roland Bykov kommt als Zwerg, der Zwerg da in dieser Geschichte vor. Und der Großvater
kommt auch vor. Ja, das ist noch ein Foto mit Roland Bückow und Jelena Sanaeva, also die Mutter und der Stiefvater von Pavel Sanaev. Und das ist die, das Bild und die Gestalt, in der diese Leute eigentlich allen Russen bekannt sind, weil das ist ein sehr bekannter Film, Buratino, also Pinocchio-Geschichte, und da spielen die beiden, er spielt den Kater Basilio und sie spielt die Füchsin Alissa. Und da haben sie sich kennengelernt gerade. Und nachher haben sie geheiratet und so wurde Roland Bückow zum Stiefvater des künftigen Schriftstellers. Das war ein lustiges Paar, aber wie es manchmal so ist, nach der Heirat hat Jelena Sanaeva dann ganz wenig Rollen irgendwie übernommen. Sie hat wenig gemacht im Film. So, das ist der Großvater, war auch ein Schauspieler und er ist auch im Roman drin. Ja, das ist so viel zu Roland Bückow. Und das ist der Sanaev selber, Pavel Sanaev. Ja, er hat eine Ausbildung, in so einer Familie ist es zu erwarten, er hat eine Ausbildung als Schauspieler bekommen. Und dann war er Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Und so ist er, positioniert er sich auch jetzt hauptsächlich. Und ja, außerdem war er tätig als und bleibt immer noch tätig, immer wieder als Übersetzer von zahlreichen Filmen. Also eine Art philologische Tätigkeit war ihm auch eigen. Und als Schriftsteller hat er eigentlich zwei größere literarische Werke geschrieben. Sein Debütroman war Begrabt mich hinter der Fußleiste 96 und der zweite Roman erschien später, 2012 erschienen, und er hieß Die Chronik eines Blödmanns. Das ist so eine Art Fortsetzung dieser Geschichte, die wir jetzt besprechen. Hatte aber nicht so einen Erfolg wie Begrabt mich hinter der Fußleiste. Der erste Roman war wirklich der Bestseller, gerade unter Jugendlichen. Und immer noch ist dieser Autor, dank eigentlich seinen wenigen Werken, hauptsächlich dank diesem Roman von der Fußleiste, gehört er normalerweise zu den 10 populärsten Autoren in Russland im Moment. Und das hält schon lange an. Und Gesamtauflage, wie ich schon erwähnt habe, von diesem Roman ist nahe zu 1 Million Exemplare. Das ist eigentlich enorm viel für einen zeitgenössischen Autor, der keine Krimis schreibt, wenn man so direkt formuliert. Ja. Es gibt, weil der Autor sehr theatralisch, schauspielerisch begabt ist und auch Film und Theater interessiert ist, vielleicht deswegen, vielleicht auch natürlich auch wegen Qualitäten der Werke und des Werkes, kam es zu vielen Theaterinszenierungen. Die erste war richtig eine ganz, ganz große Nummer. Das war hier bei mir nebenan auf der Petrograder Seite in Petersburg. Gibt es ein größeres Theater, es heißt Baltijski Dom. Und in diesem Baltijski Dom gab es eine Inszenierung mit Igor Skljar. Igor Skljar in der Hauptrolle. Das ist auch ein sehr berühmter Schauspieler, den kennen auch alle Russen, zumindest durch das Liedchen «На недельку до второго я уеду в Комарова». Es gibt ein ziemlich dummes Liedchen, aber das kennen alle. Und dieser Igor Skljar ist eigentlich ein sehr interessanter und mannigfaltiger Autor. Es ist schade, dass er hauptsächlich so berühmt ist. Er kann auch viel anderes mehr im Theater. Und da war er 2007 in der Hauptrolle. Und dieser Punkt hat zu der, ich glaube, diese Theaterinszenierung hat die Bekanntschaft des Buches radikal vergrößert.
richtig radikal vergrößert. Erstmal in Petersburg, nachher haben das gemerkt auch andere Theater. Und so wurde dieser Roman inszeniert, nicht nur in Petersburg. Und es gibt zwar nicht eine Version, sondern mehrere Versionen. Und jetzt gibt es auch Online-Inszenierung. Das ist gerade dieses Theater Baltiski Dom in der Nähe von mir auf der Petrograder Seite. Das ist Sklar. Hier auch. Und jetzt im Frühjahr gab es wieder online von diesem Theater die Veranstaltung. Sie haben gesucht nach etwas, was am besten passt zu der Pandemiezeit und zu der Zeit, wo alle druku druga na galavach, also irgendwie sehr dicht aneinander in Wohnungen hocken müssen. Und das, was sie gefunden haben, was optimal passt im großen Repertoire dieses Theaters, war ausgerechnet Tsarnaevs Begrabt mich hinter der Fußleiste. Das ist eine Affischer von jetzt. Also ich konnte das nicht rauskopieren, aber das stand auch drin online, März, so und so. Ja, an dem, oder April, nee, Anfang April war die Online-Inszenierung. Sonst gab es Theateraufführungen in Krasnojarsk, in Tscheljabinsk, von verschiedenen Theatern in Vilnius, auch in Budapest. Überall ein großer Erfolg. Es gab aber auch einen Film, der vielleicht nicht so massiv zum Erfolg beigetragen hat, aber eher wahrscheinlich von diesem Erfolg profitiert hat, der Film. Aber das ist eine ganz gute und interessante schauspielerische Arbeit. Also der Regisseur war auch in Ordnung, Sergei Snirschkin, aber das sind ganz tolle Schauspieler. Das ist Fedosejeva Shukshina, Krutschkova, also sind wirklich sehr, sehr gute Schauspieler, die da mitgemacht haben und zwar auch wahrscheinlich begeistert waren für diesen Text. Das merkt man am Film. Da sind die einzelnen Fragmente des Filmes. Das finde ich toll. Also so eine Oma wünscht man sich nicht. Ja. Ja, das sind alles Fragmentchen aus diesem Film und ich kann eigentlich nur empfehlen, ich habe die Links rausgeschickt über Anna. Auf YouTube gibt es sowohl die Inszenierung komplett auf frei zugänglich, die Inszenierung im Theater Baltiski Dom, als auch der Film frei zugänglich. Also das kann ich Ihnen nur empfehlen. Inszenierung vielleicht weniger, weil es so einiges verliert natürlich, wenn es gedreht wird. Aber der Film, ja, sicherlich wird Spaß bringen. Also wird jedenfalls neue Facetten im Text auch entdecken lassen. Es gibt also inzwischen eine ganze Welt namens Begrabt mich hinter der Fußleiste in Russland. Es gibt zum Beispiel, also ist viel Zeit vergangen, aber es läuft dann weiter. Es werden immer mehr Leser und Leserinnen für diesen Text gewonnen. Und es gibt auch inzwischen interessante Illustrationen von Alexandra Nikolajenko extra zu einer Buchausgabe ausgefertigt. Gegen 40 Stück, also richtig ein Zyklus. Das ist nur ein Beispiel davon. Und eben über dieses Buch werden wir jetzt sprechen. Ja, so, das ist das Buch und ich kann das auch zeigen, so sieht es aus auf Deutsch und auf Russisch. Wie es auf Russisch aussieht, sehen Sie eigentlich besser auf dem Bildschirm. Auf Deutsch sieht es so aus und ich kann nur sagen, der Klappentext ist sehr witzig und gut formuliert. Da kann ich vorlesen für diejenigen, die sich noch nicht vertieft haben in die Materie. Der 7-jährige Sascha lebt bei einer Großmutter, die mit ihren wilden Flüchen einem bösen Märchen entsprungen zu sein scheint. Und das war dann gut im Film, haben Sie gesehen. Seine Welt, die Welt von Sascha, besteht aus Verboten, Wollstrumpfhosen und merkwürdigen Badeprozeduren. Saschas Glück ist die Mutter, sein Leben ist die Großmutter. Und das eine scheint das andere auszuschließen. Alles genau. Kaum je wurde der Horror einer russischen Kindheit mit solch tragikomischem Witz beschrieben.
Und ich denke, da kann ich jedes Wort unterschreiben in dieser Schilderung des Buches. Ja, tatsächlich, wenn man es liest, ja, kann man nur zustimmen. Worum geht es eigentlich? Ja, das merkt man gleich von der ersten Seite und man wird sozusagen gepackt. Kein Wunder, dass dieses Buch sehr populär geworden ist, weil es wird so erzählt, dass du, wie auch bei Slapowski voriges Mal haben wir das gesehen, dass man sich direkt in den Text hineingezogen fühlt, wie absurd und verrückt das auch ist, macht man brav mit. Das ist, glaube ich, natürlich überall sichtbar, aber ich lese Ihnen ein Fragmentchen vor, wo ich denke, dass es beim Lesen jedem Menschen so geht wie mir. Er ist mittendrin im Text, so in der Mitte. Ich nutzte die Gelegenheit und bat den Großvater, also der Sascha bittet den Großvater, mir den begonnenen Witz zu Ende zu erzählen, weil das Kind muss ja schlafen gehen, früher als die Erwachsenen. Ich erzähl dir einen anderen, besann sich der Großvater. Beiß mal die Zähne zusammen und sag, ich esse kein Fleisch. Ich esse kein Fleisch. Ich biss die Zähne zusammen und sagte mit erstaunlicher Deutlichkeit, dass ich kein Fleisch esse. Dann musst du eben Kacke essen, lachte der Großvater, erfreut über den gelungenen Witz. Aber jetzt musst du schlafen. Ein nettes Gespräch, völlig verrückt und wahnsinnig, aber man liest das und ertappt sich dabei, dass man das unbedingt mit gebissenen Zähnen sagt. Ich esse kein Fleisch. Und es gibt, ich schwöre, keinen einzigen Leser, der das nicht gemacht hat. Und so funktioniert das ganze Buch. Das ist wie bei Slapowski in seinem Formular. Da automatisch beginnst du die Fragen zu beantworten. Hier automatisch beginnst du das zu machen, was die Figuren dem Kind so suggestiv befehlen zu tun. Und dann machst du mit und dann bist du drin, dann bist du gefangen in diesem Text und du findest nicht raus. Dann bist du in einem Zustand, das dann richtig wackelig wird und ja, dann erlebt man das ganze schreckliche Abenteuer, tragikomische Abenteuer an der eigenen Haut sozusagen. So wird man in den Sog gezogen und bleibt drin. Und dabei erkennen wir etwas, wenn wir drin sind. Also bekannt ist der Anfang des Romans Anna Karenina von Tolstoi. Alle glücklichen Familien sind auf die gleiche Art glücklich und jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre eigene Art, sagt Tolstoi in Anna Karenina und beschreibt das unikate Unglück. Und Anna Karenina ist in diesem Roman, das Zitat kommt da natürlich nicht vor, das ist ja allen bekannt normalerweise, aber der Roman Anna Karenina wird erwähnt in diesem Buch. Und zwar ironisch in Bezug auf die Oma. Auf der Seite 233 kommt dieser Roman vor, deswegen ist es nicht ganz gesponnen, was ich jetzt nachher sage. 233. Der Stiefvater, der ja das Kind versucht, aus dieser Misere und diesem Zusammenleben mit der Oma und mit dem Großvater zu befreien, er spricht mit der Oma. Nina Antonovna, ich kürze Art zusammen. Nina Antonovna, was veranstalten Sie, sagt der Stiefvater. Nina Antonovna, was veranstalten Sie hier für ein Theater? Sascha wird bei uns bleiben, das ist beschlossene Sache. Und auf Sie wartet zu Hause Ihr Mann. Für heute haben wir genug von Ihrem Auftritt als Anna Karenina. Und tatsächlich hat die Figur der Großmutter, wie unähnlich der Anna Karenina sie auch aussieht, und das ist, glaube ich, ganz gute schauspielerische Arbeit, richtig perfekt. Schauspieler, die ist wirklich sehr gut. Und hier war das ihre Rolle. Ja. Und so schauen wir in diesen Text, finden dann eben sozusagen eine ekelhaft aussehende Anna Karenina, eine schreckliche Anna Karenina,
Alte und die überlebt hat. Und wir schauen auf diese schrecklich unglückliche Familie an sich und stimmen der Aussage von Tolstoi nicht zu. Die unglücklichen Familien haben auch etwas Gemeinsames in ihrem Unglück. Nicht nur die glücklichen Familien sind auf ähnliche Art glücklich, sondern irgendwas haben gemeinsam haben auch die unglücklichen, auch die unglücklichen Familien. Und da versucht Tsarnaev eben zu zeigen, welche Ähnlichkeiten die unglücklichen Familien aufweisen. Und dann macht man brav mit, man erinnert sich an Geschichten aus der Umgebung, aus der Kindheit, aus den Bekanntschaften. Und nachher, natürlich nicht direkt das, was hier geschildert ist, das wäre ja Horror, aber Nachklänge findet man schon um sich herum. Die unglücklichen Familien sind auf ähnliche Art unglücklich. Auf welche Art denn genau? Ja. Das können wir sehen. Auf unseren Kopien ist das die Seite 44, also an mehrere Kopien, von der Seite 44 bis 47. Auf diesen Seiten kann man das leicht verstehen. Da gibt es zwar keine Figuren erstmal, nicht die Oma und der Opa, sondern nur die Beschreibung der Räumlichkeiten, wo sie leben zusammen mit dem Kind. Und wir sehen, diese Räume, sorgfältig aufgebaut, sorgfältig, richtig theatralisch, wie mit Requisiten, gefüllt mit Bühnenbild. Und da kommen wir auf Ideen. Das ist eigentlich noch der Anfang des Buches. Wir sehen im Zimmer vom Opa, ich weiß nicht, habe ich gedacht, dass es eine Art Seminar ist, aber ich weiß nicht, hat es jemand gelesen im Voraus? Entschuldigung, dass ich das jetzt so frage. Oder, also wenn nicht wirklich, dann kann ich vorlesen. Wenn gelesen, dann würde ich fragen, welche Gegenstände sich dort finden und wie kann man das verstehen? Es sind ja zwei Zimmer. Das eine Zimmer ist sozusagen des Opas und das andere der Oma, mehr oder weniger. Und es ist gefüllt mit Gegenständen. Hat das jemand parat jetzt die Antwort? Also ich habe gestern gelesen. Aha. Ja, dann hast du sicher gemerkt, Anna, welche Gegenstände bei dem Opa im Zimmer stehen. Kannst du sagen, welche? Also ein Sofa, der schläft auf dem Sofa. Und zwar ein spezielles Sofa, genau richtig. Ein spezielles genau. Sofa, besiedelt mit Käfern. Ja, ja, das, die geht nicht auseinander. Also die kann man nicht ausklappen, weil da drunter ist irgendwelche Kram, der da beschützt sein sollten. Also, genau, ja. Genau, das ist erstens schlafen gemütlich auf der Sofa, nicht der Großvater, sondern die Käfer, die dort wohnen, und zwar in Mengen. Und der Großvater hat nur eine Hälfte und wenig Platz für sein Schlafen. Also er ist allein sozusagen. Ja? Und das ist irgendwie morsch innen drin, wie dieses ganze Sofa. Und dann gibt es noch ein Gegenstand, der auch passend ist für diese Situation. Wer hat das gemerkt, außer dem Sofa im Zimmer? Ich will jetzt nicht die Anna alleine ausbeuten. Nee, das ist ein Sarkophag. Das ist ein Buffet, ein großes Möbelstück, aber spezieller Natur. Ich lese gleich vor. Die Dinge, die in diesem Buffet sind, ich lese vor. Die Dinge wurden nie hervorgeholt, die im Buffet sind. Insofern war Sarkophag eine sehr treffende Bezeichnung für dieses Möbel. Die Schallplatten konnten wir nicht hören, da wir keinen Plattenspieler hatten. Die Wolle war zu nichts gut, da Großmutter nicht strickte. Um Wein zu trinken und Geschirr zu benutzen, brauchte man Gäste, die nie zu uns kamen. Und so weiter. Das war alles fremdes Eigentum. Und ich lese ein Fragmentchen von der nächsten Seite. Fremdes Eigentum war sogar die Bonbondose, die Großmutter, wie sie sagte, für einen General aufbewahrte. Das waren alles Dinge, die füllten dieses Buffet, das als Sarkophag hier bezeichnet wird. Und das zweite Zimmer, das ist dann eher, also
mit der Oma verbunden. Hier war das Schlafzimmer. Da standen zwei riesige Schränke, wie es hier steht, mit undefinierbarem vollgestopft. Ein Trümeau. Und ein Trümeau ist, glaube ich, ein sehr guter Gegenstand für so einen Roman. Jeder, der in Russland war, hat so ein Trümeau wahrscheinlich gesehen aus sowjetischer Zeit und Anna lächelt. Und es gibt noch ein paar Leute, die sicherlich lächeln, die ich nicht sehe. Ein Spiegel. So. Also ein Schminktisch. Und zwei andere Seiten des Spiegels, die man so verstellen kann. Und so kann man sich sehen. Und zwar in mehreren Versionen. Einmal en face und Profile. So. Und diese Konstellation Trümeau aus drei Spiegeln, die sozusagen multiplizieren das Gesehene. Der Mensch setzt sich und sieht sich eben gleich mehrfach. Hier, und diese Multiplität ist in drei Elemente geteilt. Und das ist natürlich auch eine Erzählung über sich selber. Nicht umsonst nimmt Sanaev diese Konstellation, dass er sich selber als Hauptfigur, als Kind hier vorstellt. Es ist natürlich ein bizarrer Zusammenhang zwischen Sanaev selber und diesem Kind, aber er nennt ihn zwar anders, aber es wird immer betont, dass auch in seinen Interviews, dass er seine eigene Familie dabei meint. Und dann hat er sozusagen sich, aber er kann sich nicht alleine sehen, sondern immer mit diesen zwei anderen Spiegeln, die ihn zerbrechen, die ihn multiplizieren in einzelne Facetten, in einzelne Antlitze zersetzen, zerlegen. So ist es. Ja, und dieses Trümeau ist also bei der Großmutter und dann noch ein riesiges Bett, in dem die Großmutter und ich schliefen. Also das Kind, das Enkelkind mit der Oma, nicht der Großvater. Und dann kommt die Beschreibung der Küche. Und auch da ist es, ja, drei leere Stühle stehen noch bei der Großmutter. Dann kommt die Beschreibung der Küche. Die ist auch extrem unappetitlich. Überall türmten sich irgendwelche Gegenstände, deren Bestimmung niemand kannte. Schachteln von unbekannter Herkunft, Tüten mit undefinierbarem Inhalt und so weiter. Der Küchentisch war vollgestopft mit Medikamenten, mit Döschen, mit verschiedenen Gegenständen, so dass man keinen Platz hatte zum Essen. Am Küchentisch isst man normalerweise und die Küche ist eigentlich die Verkörperung der Gemütlichkeit, normalerweise des Verständnisses, ein Ort, wo sich die Familie normalerweise versammelt zum Quatschen. Und das ist hier nicht möglich, wo man sich hinsetzt und sich ein bisschen Platz macht, dann fallen die Döschen auf der anderen Seite des Tisches immer runter. Und dann gibt es allerlei Essensreste, die die Oma trocknet und sammelt und überall sind kleine schwarze Fliegen. Also ich verderbe Ihnen weiter nicht das Appetit. Ich hoffe, Sie haben zum Mittag vorher schon gegessen. Jedenfalls ist das eine der unappetitlichsten Küchen, ich glaube, in der Geschichte der russischen Literatur. Und dann gibt es noch zwei interessante Gegenstände, die mit der Küche zu tun haben. Da sind zwei Kühlschränke und in diesen Kühlschränken sind Lebensmittel. Aber hauptsächlich diejenigen Lebensmittel, die, das ist ganz wichtig, die nicht für die Leute in der Wohnung bestimmt sind, sondern für Ärzte. Und ich lese hier ein Fragmentchen vor. In dem einen wurden die Lebensmittel für Konserven aufbewahrt und so weiter. Und der andere Kühlschrank war vollgestopft mit Pralinenschachteln und Konserven für meine Ärzte. Da die ganze Familie denkt, das Kind ist schrecklich ungesund, was überhaupt nicht stimmt, offensichtlich. Die guten Pralinen und den Kaviar schenkte Großmutter den Homöopathen und Professoren, die weniger guten Pralinen und Lachsdosen den behandelnden Ärzten in der Poliklinik. Die Schokoladentafeln und Sardinendosen bekamen die diensthabenden Ärzte der Klinik und die Schwestern, die mir Blut abnahmen. Und so, das ist alles verteilt, aber nichts davon ist bestimmt für den eigentlichen Gebrauch in der Familie. Das ist alles seltsam und es ist alles unmenschlich irgendwie. Apropos Essen, wenn wir schon dabei der Küche sind, erinnerte ich mich an ein Fragment, das man auch nicht vergessen kann, wenn man das liest.
Da erzählt auf der Seite 77 die Großmutter dem Kind, wie man richtig essen muss. Und da erkennt man auch die Worte einer typischen Großmutter in Russland. Die sind aber eigentlich normalerweise viel netter. Ne? Aber hier ist es grotesk verzerrt. Sie sagt dem Kind, du schluckst alles hinunter. Wie es ist, dein Körper kann die Nahrung gar nicht aufnehmen. Amosov, das ist so ein Arzt, Amosov hat gesagt, dass man sogar das Wasser eine Weile im Mund behalten und kauen soll. Siehst du? Sagte die Großmutter und schmatzte anschaulich mit den Lippen. Also das ist im Film auch toll. Und das Essen muss man erst recht lange kauen. Kauen, habe ich gesagt. Wenn du dich daran ersticken würdest, du sollst kauen, nicht schlucken. Und darum geht es ja. Man kaut sozusagen und schluckt nicht. Und das ist, passiert überall in diesem Roman. Dieses Kauen, Zerkauen und nicht schlucken, das ist sinnlos. Ja? Dieses sinnlose Getue und das sinnlose Treiben um das Kind herum, um den sozusagen Menschen herum, dass man nicht für, wirklich für einen Menschen hält. Das ist, glaube ich, nicht nur eine Geschichte über eine Familie, die unglücklich ist, sondern es ist auch eine Geschichte über einen Staat und ein Land, wo so vieles auf diese Art, mit diesem Getue arrangiert, also serviert wird. Ne? Und mit dem sich viele arrangieren. Ja? Und ja, dieses Sinnlose, sozusagen Fürsorgliche für das Kind, und das Kind ist schrecklich unglücklich, wo man für ihn ja so viel sorgt. Ne? Und das ist eine Situation, die schrecklich ist. Und das ist die Tragik dieses Romans. Warum ist diese ganze Fürsorge, die eigentlich gut gemeint ist, so sinnlos? Warum ist das Kind so unglücklich? Und das äußert sich im Kapitel Streit. Das habe ich Ihnen auch als Kopien geschickt. Das sind Seiten 141 und weiter. Da geht es um Machtspiele. Ich weiß nicht, ob Sie das durchgelesen haben und wer hat das außer Anna noch genossen? Also vom Genuss keine Rede, aber eine gewisse groteske Brechung finden wir hier schon. Also Seite 141 und die nächste Doppelseite. Hat das jemand gelesen? Ich möchte euch nicht in eine unangenehme Situation manipulieren. Es ist nur einfach, falls das jemand gelesen hat, könnte das hilfreich sein, dass man sagt, was hier eigentlich in diesen, auf diesen Seiten passiert. Ich quäle euch nicht und ich quäle sie auch nicht. Und okay, ich helfe dann. Es geht um einen Streit zwischen den Großeltern und dem Kind. Und ich zitiere nur in einer Abkürzung. Ne? Schauen Sie, gewöhnlich, das ist der Blick des Kindes. Das tatsächlich hat das viel von Mark Twain. Das Tom Sawyer ist in Russland sehr verbreitet und ein wichtiges Buch. Gewöhnlich schimpften Großvater und Großmutter und Großvater mich gemeinsam. Großmutter schrie und verfluchte mich, Großvater pflichtete ihr bei. Ja, natürlich, sagte er, du hast völlig recht. Es ist unglaublich. Punkt, Punkt, Punkt. Beide sagten mir alles, was sie mir zu sagen hatten. Danach wollten sie nicht mehr mit mir sprechen und ich ging in das andere Zimmer. Ich hörte, wie die beiden sich nebenan friedlich unterhielten. Sie sind ein Herz und eine Seele, dachte ich voller Groll. Nach einiger Zeit jedoch wurden ihre Stimmen wieder lauter. Wieder. Und ich hörte die Großmutter Gitzel und Verräter schreien und begriff, dass jetzt wieder Großvater in Ungnade gefallen war. Beschwingt verließ ich das Zimmer und ging wieder in die Küche, weil das Kind kennt ja die Regeln. Ich wusste, dass Großmutter mich jetzt brauchte und mir deshalb alles verzeihen würde. Sie putzte Großvater nach Strich und Faden herunter. Er fand immer neue Schimpfworte und äffte ihn nach, um zu zeigen, was für ein Schwachkopf er war. Zwischendurch sah sie immer wieder zu mir her. Als wollte sie fragen, na, mache ich das gut?
Es ist tatsächlich schauspielerisches Paradies. Ne? Obwohl Großvater mir leid tat, konnte ich mir das Lachen nicht verkneifen. Ich lasse was raus. Der verlästerte Großvater stand schließlich auf, nahm seine Mütze und verließ die Wohnung. Immer beneidete ich ihn um diese Freiheit. Er konnte Großmutters Geschrei zu jeder Zeit entfliehen, ich nicht. Wenn er weg war und Großmutter sich wieder über mich hermachte, musste ich es bis zum bitteren Ende ertragen. Für mich gab es kein Entrinnen. Aber an solche Szenen war ich gewöhnt. Sie gehörten zum Alltag und waren nicht das, was ich Streit nannte. Ein Streit war etwas sehr, sehr viel Ernsteres. Meist bahnte er sich über Tage hin an und blieb mir noch lange danach in Erinnerung. Und dann geht es weiter. Also wir können in diesem Teil des Romans relativ gut sehen, das eigentliche Unglück dieser Familie. Und das Problem, was wir auch schon ansatzweise in der Beschreibung der Wohnung gespürt haben. Warum können die Großeltern nur umsonst, nur das Kind unglücklich machen? Warum können sie ihm die Liebe nicht geben? Ja, das ist ein Kapitel, dieser Streit ist ein Kapitel für beide Großeltern, sowohl Oma als auch Opa werden hier geschildert. Sie haben wie ihre Zimmer da zusammen geschildert werden in einem Fragment, was wir vorher hatten. Da hier sind sozusagen zwei Porträts auch in einem Kapitel drin. Und wie diese Zimmer waren getrennt voneinander durch eine Glastür. Oder wie ein Gegenstand vor einem Spiegel, der sich widerspiegelt. Ja. So ist hier auch ein Kapitel und ein fließender Übergang von einer Person in das andere. Sie sind wie zusammengewachsen, total unglücklich und entfalten diese schrecklichen Machtspielchen in der Familie, spielen einander aus sozusagen und können sich voneinander auch nicht trennen. Sie hängen zusammen, wie in diesem einen Kapitel, zusammengepresst und voller Frust und voller Enttäuschung und Trauer eigentlich ist dieses Leben. Und gerade das spiegelt sich auch in den Zimmern von Opa und von Oma, die dann so verbunden sind. Sie sind vollgestopft mit Dingen. Sie sind nicht jetzt und hier, diese Gegenstände. Das sind zum Teil die Gegenstände, die da geschildert sind, auch in diesem Buffet und im Sarkophag und auch in diesem Sofa. Da sind Dinge, die gehören entweder irgendwelchen verschwundenen Leuten, die weg sind und die Dinge werden aufbewahrt in dieser Wohnung. Das ist Opas Buffet, in der Vergangenheit gehaftet. Oder da sind Dinge, die geeignet sind in den Kühlschrank für die Ärzte, die noch kommen werden, die noch nicht da sind. Diese Omas Vorräte für die Ärzte. Das ist Vergangenheit und Zukunft und dazwischen so ein Riesenloch, wo das totale Unglück herrscht. So ein unmenschliches Bild. Und drin in der Küche, wo sich alles versammeln müsste, sind die schwarzen Fliegen als Symbol des Sterbens und der Verwesung. Eigentlich ein schreckliches Bild. Und dazu würde ich gerne noch in ein Fragment schauen aus dem Roman, dass wir uns eine Vorstellung aufbauen von diesem Buch. Und können wir uns noch überlegen, warum das so ein Bestseller geworden ist. Das ist Seite 14 und 15 in ihren Kopien. Da wird die Küche beschrieben. Und ich quelle sie nicht mehr mit den Fragen, wer das gelesen hat. Das ist egal. Ich lese vor, da sind kleine Fragmente. Das ist auch gut genug zum Vorlesen. Schauen Sie, wir sind in der Küche. Dort, wo man eigentlich zusammen gemütlich sitzen kann in normaler russischen Familie. Das ist so ein Platz, wo man gerne beim Pluschke-Essen quatscht.
Aber hier ist alles vollgestopft. Und jetzt können wir schauen, was da geschildert ist und dann über uns überlegen, was das bringt in diesem Text. In der Küche, das ist Seite 14, auf Ihren Kopien auch. In der Küche standen so viele Dosen und Döschen, Schachteln und Tüten herum, dass man jedes freie Fleckchen sofort aus dem Blickfeld verlor, sobald man seine Hand von dem dort abgestellten Gegenstand genommen hat. Die Kanne hatte auf dem Kühlschrank gestanden, inmitten von drei Tüten Tee, einer Dose mit Buchweizengrütze, zwei Tüten Dörrpflaumen und einem kaputten Wecker, auf dem für immer zwei kleine Bären mit zerbrochenen Schmiedehämmern erstorben waren. Das sind auch diese zwei Bären, die da hämmern und erstarrt sind in ihrem Hämmern. Das erinnert uns an die Großeltern des Kindes. Das überhaupt jeder Gegenstand steht für etwas Bestimmtes. Kann man sich überlegen, was. Großmutter nahm den Deckel von der Kanne, erblickte darin statt des heilenden Teeaufgusses eine verschimmelte Masse und fiel über den Großvater her. In solch eine Masse, meinte sie, hätte ihr einst geniales Gehirn verwandelt. In so eine Masse, die da so verschimmelt in dem alten Teekessel ist. Und dann können wir ein Stück überspringen und wir lesen über das Schicksal dieses Teekessels. Das ist nämlich eine ganz interessante autoreferenzielle Geschichte. Sie streiten, die Großeltern, und die Großmutter nimmt den Kessel in die Hand und der geht dabei kaputt. Und wie das geschildert ist, ist einfach schön. Ich lese Ihnen vor. Langsam löst Hungerleider werden nicht von Lakaien bedient, fügte Großmutter hinzu im Laufe des Streites und ließ plötzlich die Kanne fallen. Langsam, das ist wirklich Kino, langsam löste sich der Griff, die Kanne gab einen leisen, klagenden Laut von sich, so als hauchte sie ihr Leben aus und zerfiel in mehrere Teile. Der rote Deckel schien zu wissen, was jetzt bevorstand. Denn vorsichtigerweise rollte er unter den Kühlschrank und ließ sich dort mit zufriedenem Klirren in einem gemütlichen Plätzchen nieder. Ich beneidete den schlauen Deckel, hob ängstlich meine Augen und sah Großmutter an. Sie weinte. Und dann gibt es einen Skandal, eine Szene. Die Großmutter weint, sie bricht in Tränen aus, sie schreit, lass mich in Ruhe sterben. Also es ist der Großvater und das Kind versuchen sie zu beruhigen, weil es ja eine übertriebene Reaktion auf das Zerbrechen einer Teekanne. Aber sie sagt dann, es geht nicht um die Teekanne, mein Leben ist zerbrochen. Es macht nichts. Nur wir erkennen einerseits die psychologisch verständlichen Machtspieltricks, andererseits wir sehen, es ist ein totales Unglück sichtbar. Es ist eine schreckliche Verzweiflung, die dahinter steckt. Und wir merken, dass dieses ganze Geschehen und dass die Geschichte von der Teekanne, die ganz am Anfang stattfindet, mit diesem zerbrochenen Teekanne und einem Deckel, der sich versteckt, vorsichtigerweise. Wir sehen, das ist eine Selbstreferenzialität im Text. Das ist die Geschichte dieser Familie, Oma, Opa und das Kind. Die Familie zerbricht, die ist längst schon verschimmelt und verdorben und das Kind rettet sich am Schluss, das ist schon alles da. Dieser kleine Deckel, der sich unter den Kühlschrank versteckt, das ist das Kind, das ja es geschafft hat, sich zu verstecken, zu flüchten aus dieser schrecklichen Situation. Und da merken wir, aha, es ist ein interessant gestrickter Text an sich. Und jetzt fragen wir uns, was hat denn die Mutter da zu tun in dieser Geschichte? Die Konstellation, wie die Mutter hier passt,
Die können wir aus den nächsten Blättern, aus der nächsten Kopie sehen, die ich Ihnen geschickt habe. Das ist die Seite, das sind die Seiten 128 und 129. Da geht es um einen Albtraum vom Kind. Und dieser Albtraum, in diesem Albtraum erscheint eine riesige Trommel. Ach, ich lese ansatzweise vor vielleicht, weil es doch so vielleicht schneller geht, die Erklärung oder auch nicht. Jetzt weiß ich nicht. Nee, ich erzähle lieber. Also das ist, es geht um eine riesige Trommel, die nähert sich dem Kind und diese Trommel frisst alles, was ihr begegnet. In sich und verschwindet. Alles verschwindet um sie herum. Auch die Prozession, die dieser Trommel folgt. Auch sie im Traum, in diesem Albtraum, auch sie wird sozusagen gefressen, vernichtet, geschluckt von dieser Trommel. Und irgendwann im Traum nähert sich die Trommel dem Kind. Das Kind hat natürlich Angst. Und plötzlich hört er, wie es hier in der Übersetzung steht, den Häcksler. Und der Häcksler macht dann auch böse Töne und versucht dem Kind zu helfen, indem es zu einer Konfrontation kommt zwischen der Trommel und dem Häcksler. Und eigentlich ist es nicht wirklich der Häcksler, sondern Dreschmaschine. Und ja, und dann kommt es zu einer Konfrontation und das Kind schreit auf. Sie werden zusammenstoßen über. Und sie werden direkt über meinem Kopf zusammenstoßen, dachte ich, und öffnete stöhnend die Augen. Also das passiert. Das ist im Grunde die Konstellation Großmutter und Mutter, die hier in diesem Albtraum vorgeführt wird. Ja, das ist dieses Fragment. Die Trommel ist Oma, Häcksler ist die Mutter. Und ja, was verbindet die Dreschmaschine, Häcksler, die Dreschmaschine eigentlich, und die Trommel? Beide schlagen. Beide schlagen, fuchteln um sich herum sozusagen. Und es gibt keinen Trommler. Die trommelt von selbst, auf sich selber, diese Trommel. Das ist, wie die Großmutter funktioniert. Ja, und beide schlagen nur zu verschiedenen Zwecken. Die Trommel schlägt sich selbst und unterwirft sozusagen alle anderen ihrem Rhythmus und gewissermaßen ist das die Rolle der Großmutter. Und die Dreschmaschine schlägt, um Körner zu gewinnen. Und dieses Korn ist das Kind. Und am Schluss des Romans wird das Kind ja auch entfernt aus dieser schrecklichen Maschinerie. Es gibt noch ein anderes Bild. Also in diesem Albtraum ist eigentlich die ganze Geschichte erzählt. Und die ganze Tragödie wird dort erzählt. Ja, die humoristischen Elemente kann ich nicht so gut nacherzählen, da muss man lesen. Die gibt es auch sehr viele und es ist gleichzeitig auch wirklich witzig. Ja, die Oma wird dann auch die Oma in einem anderen Traum wird als Polyp dann noch auftreten. Und warum ist die Oma so polypenhaft? Das können wir ahnen, wenn wir ihr Monolog uns ansehen im Roman. Das habe ich nicht kopiert, weil ich dachte, das ist wirklich, das sind nur Worte. Worte, die die Großmutter redet, dieses Monolog, die eigentlich nichts wirklich ausdrücken, sondern nur verletzende Worte. Und nur in einzelnen Momenten dieses Monologs, des zentralen Monologs der Oma im Roman, kommt es zu einer Ansicht, aber zu einer Einsicht, aber nur sozusagen ansatzweise. Vor allem, was da kommt, ist die Verzweiflung über sich selber. Und so eine Verzweiflung, die man gar nicht in Worte fassen kann. Eine Verzweiflung über das eigene Unglück, das man nicht mit Worten ausdrücken kann. Das ist das Schreckliche, das ist das nicht formulierbare Unglück einer Familie. Und dieses Schweigen über das Unglück, das ist etwas, was vielleicht tatsächlich die unglücklichen Familien auch verbindet. Das Schweigen, das kommt im Roman als weiße Farbe vor und als Schnee. Am Anfang, wenn ich habe Ihnen diese Szene kopiert und Sie haben es auch jetzt gehört, der Großmutter nach dieser Geschichte mit der Kanne wird es schlecht, dann plötzlich wird ihr ansatzweise ihr Unglück, ihre Verzweiflung bewusst
Und sie legt sich hin und das Einzige, aber was sie sieht, ist die weiße Decke. Und darüber spricht sie nur, dass es nur eine weiße Decke ist. Und diese weiße Zimmerdecke über dem Kopf, das ist wie eine Art Verkörperung dieser wortlosen Verzweiflung, einer Verzweiflung, über die man nicht sprechen kann. Es wird ihr schlecht, weil eben sie verzweifelt ist, aber sie kann darüber nicht sprechen. Sie ist nur schrecklich traurig darüber und kann weinen, vielleicht aber da nicht. Sie weint nicht wirklich. Und diese unaussprechbare Verzweiflung verbaut die Sicht und man sieht nicht die Dinge, die eigentlich offensichtlich sein könnten. Und im Laufe des Romans verwandelt sich diese weiße Decke, also nicht direkt, man kann das einfach merken, so in den weißen Schnee. Und weil es ist ein Roman, wo unheimlich viel Schnee vorhanden ist. Das ist ein Schneefall in der Luft auf dem Balkon. Da sieht das Kind, dem es sehr schlecht wird, er kommt auf den Balkon und fühlt sich schwebend in dieser Kälte, im Schneesturm. Warum geht er in den Schnee? Er ist auch verzweifelt. Das ist auch diese unaussprechbare Verzweiflung kreist rum. Und kurz davor, das ist auf der Seite 123, 124, habe ich nicht kopiert, aber Sie finden das im Roman, auf diesen Seiten kommt diese Szene, wo er auf den Balkon kommt, das kleine Kind, in den Schnee, weil die Oma sieht das ja nicht, also darf er. Und vorher, eine halbe Seite vorher, liest er das Buch Alice im Wunderland. Und das ist so eine Parodie. Das ist, er geht raus, aber um ihn ist kein Wunderland. Weder zu Hause noch um ihn herum. Draußen ist kein Wunderland. Nicht eine Fantasiewelt, sondern eine weiße Welt von nicht ausgesprochenen Emotionen und nicht ausgesprochener Verzweiflung. Da steht er da. Das ist dieser Schnee. Und dann gibt es noch eine andere Szene. Wir suchen den Schnee zusammen aus diesem Roman. Das ist nämlich hilfreich. Dann finden wir eine andere Szene. Das ist ein Schneesturm. Ein Schneesturm. Und während dieses Schneesturms wird gerade das Kind von der Oma und dem Großvater mehr oder weniger mit Gewalt und Tricks geholt und weggebracht zu der Mutter. Das ist, ja, mit schillerschen Worten, Scheinweiche der Tat. Ne? Das ist das Schweigen, aber ein anderes Schweigen. Es wird nichts erklärt, nichts gesagt, es wird gemacht. Das Kind wird da gerettet, wird entfernt aus dieser schrecklichen Misere. Und das im Schneesturm, und der Schnee wird sozusagen dieses Unaussprechbare, diese unaussprechbare, wortlose Verzweiflung wird wie aufgewirbelt durch diese Tat. Und es ist in Moskau ein schrecklicher Schneesturm, das wird da so geschildert. Und dann am Schluss sehen wir wieder Schnee, ganz am Schluss. Das ist der Schnee, der sich schon sozusagen gesetzt hat. Der Schnee auf den Friedhofskreuzen und auf der Erde, denn die Oma ist nämlich gestorben und das Kind bleibt jetzt für immer mit der Mutter zusammen. Und ja, und dann sehen wir eine sehr schöne Beschreibung ganz am Schluss, das lese ich Ihnen vor, damit der Kreis sich jetzt schließt. Schauen Sie mal, die Straßenlaterne warf ihr blau-weißes Licht an die Zimmerdecke, an der sich der Schatten des Fensterrahmens abzeichnete. Die blättert ab. Das Kreuz, der Friedhof. Mama, sagte ich erschrocken und drückte mich an meine Mutter. Bitte, versprich mir eins, das ist die letzte Seite des Romans. Versprich mir, dass du mich, wenn ich sterbe, bei dir zu Hause hinter der Fußleiste begräbst. Was? Begrab mich hinter der Fußleiste in deiner Wohnung. Ich möchte dich immer sehen. Ich habe Angst vor dem Friedhof. Versprichst du es mir? Aber meine Mutter antwortete nicht. Sie hielt mich nur fest und weinte. Draußen schneite es. Der Schnee fiel auf die Kreuze des alten Friedhofs. Die Totengräber taten ihre gewohnte Arbeit. Sie schaufelten die Erde zurück in das Grabloch, das sie ausgehoben hatten. Und es war erstaunlich,
wie schnell eine so tiefe Grube wieder verschwand. Meine Mutter weinte, Großvater weinte. Ich drückte mich ängstlich an meine Mutter. Wir hatten die Großmutter begraben. Und da sind die letzten Worte des Romans. Diese gepresste weiße Farbe der Verzweiflung, der Decke, die den Blick verbaut, ist abgeblättert, hat in der Luft gekreist und ist endlich gefallen. Und dann schauen wir, in welchen Stoff sich dieser Schnee der weißen Decke, dieser Schnee verwandelt. Der Schnee der Verzweiflung, ja, verwandelt sich ins Wasser der Träne am Schluss der Geschichte. Und so wird am Ende der Schnee der Verzweiflung zu warmen Tränen, die befreien. Alle weinen. Und tatsächlich in diesem Moment, wo sie alle ihre Emotionen ausdrücken, wo sie alle zusammen weinen, zusammen mit dem Großvater, steht es im Text, wir hatten die Großmutter begraben. Und zwar sozusagen in allen Aspekten. Und wir machen dann das Buch zu. Und so haben wir es ein bisschen uns angeschaut, diesen Text. Es ist aber ein interessantes Unternehmen. Und ich kann es auch empfehlen, das Buch zu lesen. Die Übersetzung ist, glaube ich, gut. Und sind einzelne Sachen, wo ich denke, vielleicht könnte man es anders, aber im Prinzip ist es wirklich auch gut geworden. Das haben Sie jetzt auch gehört. Und wir könnten das jetzt besprechen und vielleicht auch zum Thema, was mich auch interessiert, zurückkehren. Das Thema ist verbunden mit Übersetzungen und dieser Art, Brücken zu schlagen zwischen Literaturen, zwischen der zeitgenössischen russischen Literatur und der deutschen Literatur, wäre auch eine Möglichkeit, sich das zu überlegen, wie das geht und was das bedeutet, wie das welche Faktoren da mitspielen, wäre auch ein interessantes Thema für mich. So habe ich extra ein bisschen mehr Zeit eingeräumt für unsere Diskussion und unser Gespräch. Ja, jetzt bin ich erstmal wahrscheinlich gespannt auf die Fragen. So, das wäre jetzt. Ja, oder Äußerungen, was Sie dazu denken zu diesem Text. Kann ich stoppen die Demonstration. So, jetzt kann ich alle sehen. Genau. Liebe Juliana, vielen Dank für den tollen Vortrag und noch ein Roman, der wirklich prima ist. Also ich habe nicht zu Ende gelesen. Das habe ich alles verraten, aber das ist ja klar von Anfang an. Deswegen haben wir gar kein schlechtes Gewissen. Wo diese Kanne, diese Teekanne zerbricht und die Decke wegrutscht, ist ja klar, was passiert weiter. Genau. Ja, ansonsten eröffnen wir jetzt die Fragenrunde, Diskussionsrunde. Und ja, oder ich kann auch etwas erzählen über die Situation mit den deutschen Übersetzungen russischer zeitgenössischen Werke. Das wäre auch möglich jetzt. Also ich müssen ich nicht sehe, ausdenken, die Fragen, wenn Sie nicht wieder haben. Nee, also ich sehe gerade schon die ganze Runde. Also erste war, glaube ich, Angelika, dann Sascha und dann, dann sehe ich noch im Chat eine Frage. Mhm. Ja. Also Angelika war, glaube ich, als Erste. Mhm. Hallo Angelika, froh dich zu sehen. Erstmal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag und die Buchvorstellung. Meine Frage, also eine ganz kleine Frage, das steht 18 plus, ist es wirklich, hörst du mich? Hörst du mich schlecht? Ich höre dich nicht sehr gut, muss ich gestehen. Ich ahne, was du sagst, weil es ist nur, aber sei leise. Mhm. Nur ein zusätzliches Geräusch kommt jetzt.
Aber versuch, entschuldige bitte, vielleicht bin ich die Einzige, die schlecht höre. Dann kann jemand einfach die Frage wiederholen. Nee, ist was mit Verbindung, glaube ich. Jetzt hören wir dich gar nicht, Angelika. Nichts mehr. Oh, doch, jetzt geht's. Gut. Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Sprich. Ich glaube, das war jetzt gut, Angelika. Es war jetzt, wo du jetzt gesagt hast, es war plötzlich sehr laut. Da hast du sicher schon alles richtig geändert. Oh, du hörst jetzt nicht. Ach. Ja. Ja gut, vielleicht warten wir kurz und geben dann das Wort zu Sascha und dann vielleicht wird es besser bei Angelika. Mhm. Ja, stimmt. Angelika, du kannst auch deine Frage im Chat schreiben. Vielen Dank. David Hook hat das geschrieben und das ist sicher richtig. Vielen Dank, David. Das ist ein guter Tipp, Angelika. Ja, das kann sie bestimmt machen. Ja. Mhm. Ui, habe ich was Falsches gemacht. Ja. Ja, Juliane, vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ein sehr trauriger, muss ich gestehen. Ich bin auch wir stehen die Tränen im Hals. Wirklich, also viel trauriger geht es ja nicht. Ne? Leid eines Kindes. Und, nur, meine das ist ein echtes Kind. Das ist ja nur Papier. Ja, das stimmt. Nicht das traurig sein. Nee, ich krieg's hin. Aber meine Frage betrifft den Aspekt, den du ganz, ganz, ganz zu Anfang angesprochen hast mit den kratzigen Strumpfhosen. Ne? Dass du das Gefühl auch kennst. So, und was mich besonders noch trauriger macht, dass das Leid des Kindes ist, dass gewisse Aspekte wie Trümmer, diese Strumpfhosen, die vollgestellten Häuser, dass hier so vielen Menschen unterschiedlichen Alters bekannt sind. Ne? Also ich meine, und meine Frage, das hat mich an Monodrama von Grischkawetz erinnert, Как я съел собаку. Er spricht da auch so ein, ich weiß nicht, sowjetisches oder russisches sagen wir mal, Motiv an, da sind Varischkinder, Fäustlinge am Gummizug, die man so am Hals befestigt. Und es ist irgendwie so eine Sache, die Menschen jeglichen Alters kennen und verstehen und sich damit identifizieren können. Und hier betrifft das ja nicht irgendwie nur 70er, 80er, 90er, sondern wirklich so eine riesen Zeitspanne von Menschen. Wie könnte man dieses Gefühl oder diese Erscheinung bezeichnen? Ist das ein kollektives Denken? Ist das etwas Sowjetisches? Wie genau könnte man dieses Phänomen, würde ich auch sagen, beschreiben? Dass das gewisse, das sind ja nicht mal Gegenstände, aber das hat ja auch sehr viel mit Mentalität zu tun letztendlich. Wie könntest du das beschreiben? Oder gibt es dafür vielleicht Fachbegriffe? Ich interessiere mich einfach nur schon länger dafür. Das hat mich schon bei Grischkawetz damals so traurig gemacht, dass diese Sachen ja unsere Urgroßeltern vielleicht kannten und die heutzutage, und das waren diese furchtbaren Ledersandalen auf dem Bild, auf dem Cover von dem Buch, die braunen Ledersandalen mit gestanzten Löcherchen. Und die habe ich als Kind getragen, die kannten meine Eltern, meine Großeltern kannten das. Und sag mal bitte was dazu, zu diesen Gegenständlichkeiten und letztendlich zu diesem Phänomen, das sich über so viele Jahrzehnte erstreckt. Also ich kann nur zur Verteidigung der Wollstrumpfhosen kann ich nur sagen, sie sind doch auch ein nützlicher Gegenstand. Sage ich auch als Mutter. Aber jetzt gibt es halt bessere. Und damals gab es nur solche. Ja, ich meine, es ist ja nicht unbedingt, das ist der Grund des Unglücks. Die Sandalen, die waren halt unbequem. Ich hatte eine ziemlich glückliche Kindheit, ehrlich gesagt, in diesen Sandalen und in diesen Wollstrumpfhosen. Ich finde, weißt du, einerseits ist es, du hast das schöne Wort verwendet, Gegenständlichkeit, tatsächlich, eine gewisse Prädimiertness. Der erfüllt wie ein richtiger Theatermensch, der Hamster. Die Theaterleute sind so, sie da und hier nehmen sie nützliche Gegenstände und benutzen das nachher auf der Bühne als Requisitien. Und das macht er gerade. Er hamstert, er nimmt Gegenstände, an die sich jeder Mensch erinnern kann. Aber natürlich mit verschiedenen Konnotationen. Also ich meine, das, was hier fehlt, ist die Liebe. Und viele hatten sie als Kinder.
Sie hatten zwar kratzige Strumpfhose, aber das kann man überleben, wenn du sicher bist, dass man dich liebt. Und dass du unheimlich ein wichtiger Mensch in dieser Familie bist und so weiter. Ja, das kann so vieles ertragen. Aber die Tatsache, dass sich so viele Leute an diese Gegenstände sich erinnern können, das ist, glaube ich, tatsächlich durch deine Worte, habe ich verstanden. Das ist ein Trick, was den Menschen auch verwickelt in diese Geschichte, was den Menschen wie einen Sog hineinschlüpfen lässt in dieses Geschehen, weil er kennt das ja auch. Und dann nimmt er das alles ganz anders wahr, weil ihm diese Gefühle, auch taktil und Gerüche und das alles, das vertraut vorkommt. Bedeutet aber nicht automatisch, dass man unglücklich ist. Das ist. Aber das ist einerseits dieser Sog, den Menschen in den Roman reinzubekommen, was ja auch hier für diesen Autor wichtig ist. Das ist ja ein nett formuliert bedingt postmodernes Schreiben, gerade das Gegenteil. Also das Fortsetzen eigentlich von Schreiben, wie ich das sehe, aus dem 19. Jahrhundert, so ja, mit vielen realistischen Tricks aus dem Realismus und auch gogoleske Verzerrung und Deformation. Also sagen wir Dostojewski gemischt mit Gogol, dazu noch ein bisschen Kafka, dazu Film und Theater, haben wir Sanaev gekocht, sorry, für dieses auch unappetitliche Vergleichlein. Und ja, das ist nur, damit du nicht so traurig bist. Es ist nicht schlecht. Ja, und das ist dieser Sog. Das ist dieser Sog. Ja, durch das Gegenständliche. Und dadurch erleben wir diese Geschichte an der Eigenart. Und außerdem ist das ein Trick, um etwas zu sagen über das ganze Land. Dann geht es aber nicht um die Familie und Familienunglück. Glückliche Familien gab es auch und genügend. Aber das unglückliche Land, wo das sehr gut aussieht, passend aussieht, so eine unglückliche Familie. Ein Land, wo man wenig sich erlaubt zu protestieren, zu äußern, zu schreien, zu brüllen, zu weinen öffentlich und so. Das ist eine Frage, Frau Kessler, kann man sich hier melden? Ich verstehe das. Wolf, du hast dich gemeldet, ich glaube. Sprich bitte. Ja. Liliana, ich habe eine Frage. Es geht ja hier um die... meine Lektüre liegt 24 Jahre zurück. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Es geht ja um die Erzählung eines Kindes. Ja. Wie stark ist das perspektiviert auf den Horizont dieses Kindes? Und gibt es hier so eine sprachliche Stilisierung, die man so als jugendlichen Skass bezeichnen könnte? Die Stellen, die Sie vorgelesen haben, schienen mir sehr neutral, hochsprachlich neutral. Wenn man Mark Twain oder andere Autoren der Zeit nimmt, russische Autoren, wissen wir, dass es da so diesen jugendlichen Slang gibt, über die auch Flacker geschrieben hat mit seiner Jeans-Prosa. Gibt es Spuren bei dem Sanaev, dieses jugendlichen Skass? Verstehe, ja. Ja, vielen Dank. Ich habe natürlich die Stellen gewählt aus anderen Gründen. Es waren wenige Dialoge dabei, sodass das Kind weniger zur Sprache kommt. Ich glaube, das ist schon so, zumindest akustisch wirkt es so, dass es schon so wie ein Kind reden kann, dass es so gesprochen wird. Und ein Kind, was in einer Familie von Erwachsenen gedrillt wird, erwachsen zu sprechen. Aber er kann nicht ganz erwachsen sprechen, weil er ja noch ein Kind ist. Und deswegen lässt er einiges aus und so. Das sieht schon nach einer Rede eines Kindes unter Druck, was ja Erwachsenenwörter benutzt, weil es sich so gehört. Aber der Slang rauskommt am meisten. Das Kind spricht doch den Erzähldiskurs selbst auch, oder? Gibt es hinter ihm einen Ehrerzähler? Nee. Nein, das ist, ich rede, das, was ich jetzt gesagt habe, das betrifft nur die Dialoge, wo ja. Wir merken können, ich sagte, Doppelpunkt, und dann sagt er das, was ein Kind sagt, mit einer Sprache eines unfreien, gedrillten Kindes. Das habe ich gemeint. Aber der Erzähler selber, der den Roman erzählt, das ist nicht wirklich ein Kind. Es hat schon ein sprachlich. Es hat nur diese Perspektiven. Er sieht das, was es erinnerte mich. Weißt du, es erinnerte mich an an Heinrich Böll zum Beispiel. Wie in diesem Roman, Gott, ist auf Russisch fällt mir nur ein der Titel, Dom bis Хозяина, aus ohne
Das fällt mir nicht ein, aber das weißt du bestimmt, wo zwei Kinder durch Nachkriegsdeutschland gehen und beschreiben, was sie sehen. Also sie sehen das, was ein Kind sieht, und sie erklären das so, wie das ein Kind erklärt. Aber sprachlich, dieser Ich-Erzähler ist, wie soll ich sagen, neutralisiert. Mhm. Nur die Kindersprache äußert sich in diesen dramatischen Momentchen, wo ein Dialog wiedergegeben wird. Mhm. Und das Kind, aber diese Instanz, die den Roman erzählt, das ist so eine zwiespältige Sache. Das ist, glaube ich, ein Mensch, der als Erwachsener spricht, aber nur die Perspektive benutzt von einem Kind, also der das und jenes nicht versteht und nicht verstehen will. Die visuelle Perspektive, nicht, aber die sprachliche Perspektive. Ja, nicht die sprachliche Perspektive. Die sprachliche Perspektive ist eines Erwachsenen. Und er hat ja auch, also soweit zum Thema, welche Bedeutung für die Literatur haben die Erklärungen der Autoren zu ihren eigenen Werken. Er hat in allen Interviews überall breit erzählt, das ist seine Familie, das ist seine Geschichte. Er erzählt über sich genauso, wie es war. Also ich glaube nicht, dass seine Oma ein Polyp war, aber genauso, wie es war. Das heißt, er hat schon betont, dass er doppelten Boden hat, dieser Sprecher, Erwachsenen und Kind. Sprachlich ist er Erwachsener, vom Blickweise, ich weiß, woran das mich noch erinnert, ich weiß jetzt besser, Günter Grass, Blechtrommel. Dieser Blick von unter den Tribünen zu schauen, von dort, das hat er. Aber er hat nicht die markierte Sprache, nur die Perspektive. Ja, Alexander, habe ich gedacht, du hast nicht gesagt, ob du zufrieden bist mit meiner Antwort. Ich wollte noch nachfragen, bist du zufrieden? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Genau, also Angelika hat jetzt im Chat zwei Fragen gestellt. Ja, ich versuche genau. Jetzt also erste, warum erst ab 18? Also ich glaube wegen Schimpfwörter. Juliana, was denkst du? Das sind eigenartige Empfehlungen ab 18. Wo hast du das überhaupt gefunden ab 18? Das frage ich mich. Auf der Titelseite stand da. Ach so, ja, okay. Also, ich weiß es nicht. Schimpfwörter waren da zwar, vielleicht weil es so schrecklich ist, vielleicht, ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Das sind willkürliche Sachen. Das entscheiden leider keine Literaturwissenschaftler, sondern irgendwelche Beamte, von denen ich nicht weiß, aus welchen Gründen sie das machen. Kann ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall, ich kann sagen, das ist von Teenagern wird es gerne gelesen. Also ich habe schon gehört, dass auch 15- und 16-jährige Leute das lesen und gerne verstehen. Na, durchaus, ja, durchaus. Es ist natürlich schrecklich tragisch. Und ziemlich elend. Ja, vielleicht war das die Intention der Beamten, die da so drauf geschrieben haben. Aber sonst gibt es nichts, also etwas Unanständiges oder sonst, ich könnte da nichts finden. Genau. Jetzt kommt die zweite Frage. Die zweite Frage ist ziemlich lange, ob du das in Ruhe liest. Ja, mir kam auch vieles sehr vertraut vor, und meine Frage wäre, kann man festlegen, wo die Ursachen für diese Zustände im sozialen innerhalb der Familien liegen? Aus vorrevolutionären Romanen kennt man diese Familienverhältnisse ja nicht. Oder kennt man aber andere Miseren. So sind also die sowjetischen Verhältnisse schuld. Aber wie genau es dazu kam, und verkehrt. Aha. Ich weiß es nicht. Ich kenne keine Antwort auf diese Frage. Ich denke, Unglücke gab es genügend in Familien auch vorher. Und ich kann mich stützen auf die Gespräche mit, ich habe einmal in der Liste der empfohlenen Lektüre diesen Roman gehabt in Freiburg für deutsche Studierende. Und habe gedacht, ich überprüfe mal, wie das geht. Weil sie haben eine ganz andere Situation, diese deutschen Studierenden aus Freiburg. Und was werden sie mit diesem Text anfangen? Und ich habe gehofft, sie sagen, ach, das kennen wir doch gar nicht, so exotisch, Wahnsinn. Und dann dachte ich mir, da kann ich alles breit erzählen. Aber das ist überhaupt nicht passiert.
Die Machtspielchen in den Familien sind wohl international und schrecklich. Also, Sie haben Geschichten erzählt aus Ihren eigenen sehr deutschen Familien, die ähnlich waren. Ich hatte sehr gepackt. Also es kommt vielleicht so durch meine so skizzenhafte Schilderung, also kommt es sehr russisch vor. Aber diese Unglücke, also das, was ich jetzt gesagt habe, die Unglücke der Familien sind ähnlich. Das beruht auch auf meiner Erfahrung damals mit deutschen Studierenden, die über ihre Verwandtschaften erzählt haben, über ihre Großeltern erzählt haben, über ihre Eltern erzählt haben, über schwierige Konstellationen und schwierige Machtspiele in den Familien. Und ich war schockiert, dass das, was wir hier in Russland für ein Phänomen halten, was durch sowjetische Situation bedingt war, und ich denke, das denkt Tsarnaev, das trifft sich auch durchaus in sehr westdeutschen Freiburg, wo man die DDR-Vergangenheit ja auch nicht kennt. Und da frage ich mich, was wir da hinein projizieren, ist eine Sache, was die anderen Leute packt. Ich glaube, dieser Heine Verlag hatte recht, dass sie dieses Buch in großer Auflage herausgegeben haben, weil das gibt es vieles, was die Leute anspricht, auch in einer ganz anderen Kultur. Und es ist, und die Reaktionen damals von den Studierenden waren sehr emotionell. Und sie haben natürlich, war das kein Online-Gespräch, das, und auch freier und so. Und so war ich ehrlich gesagt nachher sehr traurig und habe verstanden, dieses Unglück ist in jedem einigermaßen, ja, offensichtlich auf einer gewissen Ebene sind die Machtspiele in Familien ähnlich. Andere Sache ist, dass man das bei uns natürlich so erklärt, und so hat das Tsarnaev auch gestimmt, das war diese sowjetische Vergangenheit, die auf solche Weise endet. Man muss nicht vergessen, das ist ja Mitte der 90er Jahre entstandenes Werk, wo man dachte und hoffte, das wird man jetzt überwinden, das Kind ist wie diese Decke geflüchtet, jetzt wird alles gut. Und das war auch bei ihm alles gut tatsächlich. Und sie hatten die Großmutter begraben. Das ist auch eine Hoffnung, dass man sozusagen damit das Sowjetische, das Totalitäre, das Diktierende begräbt und diesen, dieses Schweigen über das emotionelle, über die emotionelle Misere in der Familie, das. Natürlich war das auch, also ich sehe das auch so, dass es sozial bedingt war mit dem Staat zusammen. Das war schlecht kompatibel mit dem Glauben in die helle kommunistische Zukunft. Und deswegen hat man das nicht artikuliert. Das war eine ganze Gesellschaft von Leuten, die das nicht artikuliert haben. Diese Oma ist natürlich kein Unikat. In dem Umfang natürlich schon, aber ansatzweise ist das eine ganze Generation, die sich Zähne zusammenbeißen und so. Wie man aus Nachkriegsgenerationen ja auch sonst kennt. Ich habe gesehen, dass Henrike noch mehr. Ich bin mir nicht sicher, dass ich Angelika. Genau, also ich habe in meinem direkten Chat eine Frage noch vor 10 Minuten von Katrin Schlund. Ich kann sie leider nicht lesen, das ist das Problem. Genau, weil das steht bei mir als Direktnachricht. Aha. Und dann wenn vielleicht an Frau Stahl. Aha. Dann vielleicht kannst du diese Frage lesen, Anna. Die ich nicht lesen kann. Ich habe sie nicht geschrieben. Ich habe nur geschrieben, dass ich eine Frage habe. Ah, oh, Entschuldigung. Ja, ich habe es falsch verstanden. Ja. Von mir auch vielen Dank für diesen wieder sehr, sehr kurzweiligen Vortrag. War sehr schön zuzuhören. Eine Frage hatte Angelika schon nach der Altersbegrenzung. Das war bei den Filmplakaten. Ja. Das ist der heutige Tick von dem Amten in der Filmindustrie. Meine zweite Frage war über den Film, wo die Oma als Trommel auftaucht. Da soll er ja die Rechenschaft, da ist dieses Motiv, er soll Rechenschaft ablegen, aber er möchte sie erst zerkleinern. Mhm, ja. Und ich wollte fragen, ob das irgendwie, also wie das im Russischen gelöst ist. Weil, also ich kenne, wenn ich jetzt denke an Achitatsa, Achomjiba, also Ich glaube, das war Dat Achot. Ah, okay, also halt Dat Achot und dann aber auch Dat Achot, es geht um Priznanie. Er muss irgendwas gestehen, er muss seine Schuld. Ja, das ist eine tolle Frage, weil tatsächlich, das kam zu wenig zum Ausdruck.
es ist, betrifft, aber gerade darauf haben zum Beispiel die deutschen Jugendlichen, die Studierenden reagiert. Weil das sind diese Schuldgefühle, die Oma, die manipuliert das Kind und den Großvater durch Schuldgefühle. Weil sie ist selber so schrecklich frustriert und jemand muss ja daran schuld sein. Und dann macht sie zu Schuldigen diejenigen, die um sie herum sind, weil sie ja so unglücklich ist. Und dann und das Kind wächst in einer Atmosphäre, wo er immer Rechenschaft ablegen muss oder immer irgendwo seine Schuld gestehen muss sozusagen. Und er geht prinzipiell davon aus, dass er schuld ist und dass er nicht gut ist und er muss das irgendwie seine Schuld zerkleinern. Ja, das war, glaube ich, das Отчет и признаться, признание, und in diesem Wortspiel. Ich kann mich jetzt nicht super genau erinnern dran. Und finde wahrscheinlich jetzt auch nicht so schnell im russischen Text. Aber es ging um Отчет und признание. Und das ist eine ganz, ich finde es schön, dass wir das jetzt ins Gespräch gebracht haben, weil es ist tatsächlich diese manipulative Strategie, die halt auch international ist offensichtlich, weil das habe ich von deutschen Studierenden gehört, wie sie da manipuliert worden sind auf solche Weise. Traurig. Danke. Aber es ist immer gut zumindest, dass das aufgearbeitet wird zum Teil und dass man, ich glaube, warum das den Jugendlichen so gut gefällt, weil man es zumindest im Buch begraben kann und dann was machen kann damit und daraus. Und ja, und dass man liest darüber, dass es nicht nur dem einen Menschen so passiert. Und man sieht, das ist ein perfekter Text zum Studieren der manipulativen Strategien. Ich glaube, für Psychologen ist es ein guter Text, ganz bestimmt. Nicht nur für Narratologen, glaube ich, könnte es interessant sein, weil der Erzähler ändert sich im Laufe des Textes. Interessanterweise. Auch für Psychologen, für diese Machtspielchen, für jeden. Angewandte Psychologie drin. Okay, jetzt Frau Stahl, bitte. Liebe Juliana, ganz herzlichen Dank. Du hast uns wieder einen wunderbaren Einblick in ein neues Buch gegeben, das viele von uns noch nicht gelesen haben. Und wir sind gespannt, ob wir in den Ferien uns darin nochmal vertiefen können. Meine Frage rührt das auch ein bisschen vielleicht aus der Unkenntnis des Buches, das ich nicht gelesen habe, her. Ich habe mal die Auszüge angeschaut. Also die eine Frage ist, du hattest uns ja geschildert, dass man in dieses Buch quasi hineingesogen wird. Eine Antwort hast du selber gegeben über die Erinnerungshaftigkeit des Buches. Das ist eine Erklärung. Die andere klang auch schon bei Herrn Schmidt an, dass es offenbar ja hier um die Perspektivübernahme geht. Also der Erwachsenerzähler versetzt sich zurück in seine Kinderperspektive. Was uns erinnert vielleicht auch an entsprechende Verfahren in anderen Texten. Das mag auch ein Grund sein. Also durch die Perspektivierung wird man eben auch aus der Distanz herausgeholt. Und jetzt meine Frage dazu ist, gibt es verfremdende Aspekte im Sehen? Mir schien das aus den Auszügen schon deutlich zu werden, dass eben das quasi poetische und auch, wie soll man sagen, existenzielle Aspekte eigentlich durch diese verfremdende Wahrnehmung des Kindes zustande kommen. Und in dieser poetischen Aspekt, daran knüpft sich meine zweite Frage, kann man feststellen, dass der Erwachsenerzähler im Laufe der Wiedergabe seiner Kindheitserinnerungen auch vielleicht eine Art von Transformation durchmacht oder aber auch, dass das Erzählen und Erinnern seiner Kindheitsgeschichte dazu dient, zu zeigen, wie man daraus eigentlich Kreativität gewinnt. Also wie letztendlich der Rückzug des Kindes in dieses Bild des Deckels, da hattest du es irgendwie auch daran festgemacht, letztlich ein Rückzug in die Fantasiewelt ist und in das kreative Sehen, das sich dann transformiert in die Rolle dessen, was dann der Autor in Anführungszeichen tatsächlich selbst geworden ist, nämlich Schauspieler und eben auch Autor. Also ob man sagen kann, dass die schreckliche Realität der Familie, der Liebesentzug, der ständige Streit, der zu dem Rückzug führt, letztendlich auch dazu führen kann, dass eine kreative Transformation des Schrecklichen zu poetischer Schönheit geschieht. Denn viele der Bilder, die du dann auch zitiert hast, zeigen ja eigentlich eine hohe poetisch schöne Qualität.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, vielen Dank. Das war eine ideale Zusammenfassung von diesen Strategien, die natürlich in anderthalb Stunden nicht wirklich möglich war, alle vorzuzeigen. Aber dank Alexandra fiel das Wort Gegenständlichkeit. Und das ist tatsächlich verbunden auch mit der Perspektivierung in dieser Kombination, die spezielle Gegenständlichkeit, die alle erkennen. Oder fast alle erkennen, dazu die Perspektivierung des Erwachsenen, der sich versetzt, und wir sehen das, er versetzt sich in die Perspektive des Kindes und aus dieser Perspektive sieht er seine Kindheit, aber wir als Erwachsene oder als Teenager, die halb erwachsen sind, aber sich für erwachsen halten, ich meine die ganz jungen Leser, wir identifizieren uns mit diesem Blick, so wird unbedingt auch die eigene Vergangenheit mitgesponnen sozusagen. Der Erwachsene, der sich erinnert, das ist an die Kindheit, das ist sozusagen ansteckend. Jeder Lesende wird das auch da machen. Und das ist ein Roman, der dann auch zu einem großen Teil aus den eigenen Kindheitserinnerungen besteht und nicht nur aus denen, die hier erzählt werden. Und dazu noch, wie du so schön formuliert hast, die Verzerrungen, das Groteske und so Farce. Ach so. Ja, dieses Gogoleske, das Gogolsche Wahnsinn der Verzerrung. Und es ist zum Teil in diesen Träumen und Visionen, in Träumen des Kindes und zum Teil auch Verzerrungen der Figuren, groteske Darstellungen und zum Teil auch dieser Blick eines Menschen in einer großen, also der sehr emotionell geworden ist und er hat so viele Emotionen, dass alles sich verzerrt, was er sieht. Und dann ist es, ja, wie bei Gogol im Newski Prospekt gibt es so eine Szene, wo Gogol erzählt so etwas, also eine Begegnung, ein Treffen, eine Szene, die von einem Menschen gesehen wird, der Morphium genommen hat. Und da verzerren sich diese ganzen Bilder so. Und davon dieser mit Tränen bedeckte Blick, diese Augen mit Tränen, sie verzerren ja auch. Und das haben wir auch. Es ist kein Morphium, sondern es ist ein stärkerer Grad an Emotion. Und da kommt dieses Gogolsche, das kann er wirklich auch gut, glaube ich. Und Baudelaire springt daraus auch. Baudelaire habe ich vergessen. Und das jetzt durch deine Rede habe ich verstanden, der war dabei. Charles Baudelaire war dabei, ganz sicher. Weil es kommen ganz bizarre, verrückte und wahnsinnige Bilder, verzerrender, schrecklicher Blick. Und so, das alles führt dazu, dass der Erwachsene sozusagen auch die Großmutter begräbt. Ne? Der erwachsene Sprecher, durch das Sprechen, durch das Erzählen dieser Geschichte, kann dieser Erwachsene sagen, ich habe meine Großmutter begraben. Sogar wir. Plötzlich kommt das Wir. Das Wir gab es vorher nicht. Also es waren einzelne Figuren. Es war ein Trümeau-Konstellation. Und hier plötzlich kommt, wir haben die Großmutter begraben. Und das sagt das Kind dort und das sagt auch der Erwachsene, der das alles geschildert und geschrieben hat. Und das sagt auch der Leser, der vielleicht seine eigenen Geschichten aus der Kindheit mit einflechten konnte in diesen Text. So denke ich, ist das schön und natürlich von Sanayev auch gewissermaßen vorgelebt. Das ist eine erfolgreiche Lebensgeschichte, so wie das jetzt zumindest aussieht. Das ist er macht einen ziemlich... Das erinnert durchaus auch an Marcel Proust, wie mir scheint, auch in der Poetik dieser Gegenständlichkeit. Ja, unbedingt. Ich würde auch, ob wir vielleicht auch die Studierenden, die anwesend sind, noch mal kurz einbinden, bevor wir zum Schluss kommen. Vielleicht gibt es da auch noch eine Frage. Frau Klein, Frau Cardina, Frau Baratto, melden Sie sich vielleicht auch einmal kurz zu Wort? Wenn sich da niemand meldet, würde ich mir erlauben, noch mal das Wort zu ergreifen, wenn Sie gestatten. Ich habe den Eindruck, dass hier so ein Spätabkömmling so der David Copperfield-Literatur im russischen Kontext stattfindet. Wir haben im Laufe der russischen Literatur immer wieder Werke,
in denen die defizitäre Kindheit aus der Sicht eines Erwachsenen, der sich zurückversetzt in die damalige schlechte Jugend erzählt wird. Eines der Beispiele, die leider wenig beachtet wurden, ist der am wenigsten geschätzte Roman von Dostojewski, nämlich der Podrostok, der Jüngling. Da geht es darum, ein junger Mensch, der wird von den Eltern in ein Moskauer Pensionat gesetzt, leidet seine ganze Kindheit daran, dass er Dolgoruki heißt, aber mit der berühmten Fürstenfamilie überhaupt nicht verwandt ist. Und auf jede Frage, Knjaz Dolgoruki, nein, einfach Dolgoruki antworten muss. Und der ganze Roman handelt um den Kampf des Jungen, um das Bild des Vaters in sich selbst. Er möchte den Vater rechtfertigen dafür, dass der Vater ihn nicht geliebt hat. Er versöhnt sich zuletzt mit dem Vater und der ganzen Familie, aber der Roman behandelt im Grunde die defizitäre Kindheit und den Kampf des Kindes in sich mit dem Bild des Vaters. Es gibt von Tolstoi natürlich, aber das ist in ganz anderer sozialer Umgebung, die Kindheitstrilogie und dann diese Historia Vcherashnego Dnia, die aus den Tagebuchauszeichnungen, das erste prosaische Werk, Werke, in denen auch also Defizitäres zustande kommt. Und mir scheint da eine Linie zu ziehen zu sein, bis hin zu ihrem Sanayev. Aber wenn ich noch eines sagen darf, ich möchte in die allgemeine Begeisterung über diesen Sanayev doch einen kleinen Tropfen Joghurt, Teer-Tropfen. Wir hatten damals bei dem Booker-Preis in der Jury diesen Plintus-Roman ja im Auge gehabt. Warum hat er nicht den Preis gewonnen? Warum hat Azulski mit seiner Klirtka den Vorzug bekommen? Jetzt erinnere ich mich daran, woran das lag. Azulski mit seiner viel weniger aufsehenerregenderen Handlung hat verstanden die ganze Textur des Romans, den Erzähldiskurs, perfekt anzupassen an die Stimmung, an die stalinistische Stimmung der Zeit, die dargestellt wird, sodass wir hier eine sehr seltene Harmonie, Übereinstimmung zwischen Qualitäten der erzählten Welt, aber auch der Gegenständlichkeiten und des Erzähldiskurses haben. Diese Verbindung war so zwingend, so organisch, dass die Mitglieder der Jury alle nach der Lektüre davon überzeugt waren, ja, das ist der richtige Preisträger. Mhm. Das soll Sanayev nicht, sein Verdienst nicht schmälern, aber es ist vielleicht doch interessant zu fragen, warum im Jahr 96 nicht Sanayev, sondern Azulski den Booker-Preis bekam. Ja, vielen Dank für diese sind eher nicht Fragen, sondern eher wirklich wunderbare Ergänzungen, die wir haben ja sowieso schon gesprochen von einem Kontext, in dem man diese Geschichte sehen kann. Und da ist natürlich auch die Dickens-Tradition, Charles Dickens-Tradition, glaube ich, schon wichtig als wichtige Lektüre und der, wie heißt es, Halbwüchsiger, ne? Podrostok von der Jüngling auf Deutsch. Das gehört auch sicherlich dazu. Was ich vielleicht hier sagen würde, dass das bei Sanayev anders ist, das ist der Grad, es kam leider durch meine Zitate nicht durch und durch Nacherzählungen kann es auch nicht durchkommen. Es ist sehr viel Humor. Es ist wirklich eine Tragikomödie. Und dieses Komische, dieses Gebrochene ins richtig schrecklich Komische,
Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung für die Beerdigung sozusagen der Großmutter. Die wird weinend und wie lachend beerdigt. Also sozusagen, man geht auf Nummer sicher. Wenn nicht mit Tränen, dann mit Lachen. Also irgendwie alles zusammen. Das wird dann gut eingepackt. Und leider durch meine Erzählungen kommen die komischen Elemente nicht so durch. Die sind aber drin. Das ist schon richtig, dass ich hier schreibe, tragikomischer Witz. Mit tragikomischem Witz. Das ist schon drin. Und da denke ich mir, das macht es ein bisschen anders als die Tradition von, sagen wir, Dostojewski, obwohl er auch seine eigene Humor, zwei Humor, und Humor ist, seinen eigenen Witze hat er auch. Und wo ich noch denke, das ist sicherlich, man kann vergleichen, mich hat das damals sehr interessiert, weil ich gemerkt habe, dass sogar in den 90er Jahren und auch jetzt später viele Leute denken, dass diese ganzen Geschichten, sie betreffen sie nicht. Es ist anders. Er hat nicht wiederbelebt die sowjetische Zeit. Er hat aber gezeigt, er hat die Situation geschaffen, die künstlerische Situation geschaffen, in der der Leser oder die Leserin sich selbst an das Sowjetische in der eigenen Vergangenheit erinnern kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Art gesellschaftlich für eine bestimmte Kontinuität. Weil ich merke das bei Jugendlichen oft so, ach, das sind doch diese alten Zeiten, wir haben ja nichts davon. Aber das ist nicht so. Und ich glaube, die jüngeren Leute können daran erkennen, erstens die Dinge, die zeitlos sind, damals dominant waren, aber immer noch in verschiedenen Gesellschaften auch vorhanden sind, einerseits. Und andererseits, sie können schauen, was in ihnen selber drin ist und selber irgendeine Großmutter doch finden. Und wenn man sie akkurat sozusagen begräbt, mit Lachen und Weinen, das tut gut. Und da ist das Leben etwas leichter. Und da ist er macht nicht das ganze Panorama, Atmosphäre und so weiter von der sowjetischen Zeit. Aber er nimmt einen kleinen Menschen, der eigentlich nichts dafür hat und nichts damit zu tun hat. Aber auch in ihm drin ist diese begrabene Großmutter. Bedeckt mit Schnee oder mit im Wasser aufgelöst. Aber sie ist drin. Und das ist, glaube ich, sozial schon eine wichtige Sache gewesen. Obwohl ich, also natürlich, es gibt viele interessante Romane, was mich sehr freut. Ja, und ich müsste das noch einmal vergleichen mit dem Roman, den du jetzt erwähnt hast. Das wäre vielleicht interessant. Ja. So, ich hoffe, ich habe irgendwie geantwortet, Wolf. Ja, prima, danke. Herr Bierich? Juliane, ich wollte mich auch ganz herzlich bedanken für den wunderbaren Vortrag, der so facettenreich war, dass man jetzt wirklich sehr schwer alle diese Eigenschaften des Romans, die du so wunderbar vorgestellt hast, jetzt alles irgendwie zusammenbekommt. Ich wollte ganz kurz fragen, wie sieht das jetzt mit der Sprache des Romans aus? Sind die Charaktere des Romans irgendwie sprachlich auch besonders, tun sich irgendwie besonders hervor? Gibt es da irgendwelche Momente, worauf du aufmerksam geworden bist? Kannst du dazu was sagen? Danke. Ja, das ist, ja, vielen Dank. Das kam tatsächlich nicht ins Spiel und vielen Dank, dass du es gefragt hast, weil tatsächlich ist es schon eine wichtige Eigenschaft. Es hat sehr viel Sprache, gerade deswegen vielleicht kam das Witzige, das Lustige, das Humoristische, nicht das Komische, nicht durch in meinen Beschreibungen, weil das steckt in einzelnen kleinen Phrasen. Da steckt der Witz. Also ich kann nicht so gut einschätzen, wie gut das funktioniert als Witz auf Deutsch. Auf Russisch gibt es, wenn die Großeltern streiten, wenn die Großeltern mit dem Kind reden, das ist so idiotisch, dass es richtig die komische Ebene aufbaut. Und lachen muss, also ich habe gelacht, ich habe laut gelacht, als ich das gelesen habe, auf Russisch. Aber ich habe es natürlich auf Deutsch dann nicht mehr gelacht. Ich habe vorher schon gelacht. Also ich bin mir nicht sicher, dass es bleibt. Und ob das gelungen ist, es liest sich flüssig, aber Sprachwitz
und Idiotie in der Sprache und das, dieser Druck in der Sprache und die Manipulation durch die Sprache, durch das Reden, das Manipulieren, schlägt so ins Komische, ins Absurde und Komische, dass es eigentlich wirklich ein, auch als Komödie sozusagen was darstellt, dieser Text. Nur bin ich mir nicht so sicher, ob das so gelungen ist auf Deutsch. Müsste man, weil die Großeltern sprechen sehr speziell. Und sie sprechen verschieden, sind gleiche Generation, sie sprechen, er spricht wie ein bestimmter Typ, sie wie ein bestimmter Typ und andere auch. Und dann ist es, wo der das sagte, Anna Kareninas Auftritt ist beendet, das ist auf Russisch sehr lustig. Das ist, wir haben sie schon genug als Anna Karenina. Das ist, ja, nee, es sind schon tolle Sachen drin, auch sprachlich. Und da ist der Witz. Ja. Vielen Dank. Das heißt auf jeden Fall, das Interesse ist so jetzt geweckt, dass ich auf jeden Fall den Roman auf meine Liste setze. Ich muss ihn lesen. Vielen Dank nochmals. Dann bin ich gespannt, was du sagst, wenn du gelesen hast, ob du das auch so lustig findest. Ich fand es schon sehr. Ja, vielen Dank nochmals. Gerne, vielen Dank. So, ich glaube, wir haben die Zeit erreicht, wo wir nochmal uns alle herzlich bedanken. Ganz toller Vortrag, sehr produktive Diskussion. Und jetzt haben wir zwei Romane kennengelernt. Also letztes Mal von Slabowski und dieses Mal von Tsarnaev. Und ja, wir danken. Wir bedanken für ganz... ganz tolle Vorträge. Ich bin sehr glücklich. Vielen Dank, euch alle zu sehen und auszutauschen. Das war für mich auch eine interessante Zeit, wo ich mich auch erinnert habe an die ersten Eindrücke und so. Das war, glaube ich, auch persönlich eine amüsante Geschichte für mich auch als einfach als Mensch. Abgesehen davon, dass ich das auch gerne beschrieben habe. Ja, vielen, vielen Dank. Es war ein Genuss schon wieder, wirklich.